Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin Patty von kartinvestor.de und heute öffnen wir das meiner Meinung nach beste Yu-Gi-Oh! Set 2021, wenn es um die langfristige Investition geht. Außerdem sprechen wir über den letzten Livestream und über den nächsten. Ich habe einiges geplant, Leute, aber erstmal zum Display. Und zwar machen wir heute einen King's Quad auf. Ich habe hier drei am Start, ich weiß nicht genau, welches ich öffnen soll. Aber bei dem Set gibt es wirklich einige Besonderheiten, die das Ganze wirklich einzigartig machen, Leute. Also das sollte man auf jeden Fall mal gehört haben. Aber erstmal zum Stream. Danke nochmal an alle, die dabei waren und an alle, die zugeschaut haben. Es war wieder ein mega cooler Tag, hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich fand, diesmal haben wir richtig heftig gezogen. Also wir hatten richtig wenig Celebrations, aber haben 2 oder 3 Gluraks gezogen, 3 nach Tara und allgemein auch bei den anderen Sets richtig gut gezogen. Also diesmal war es wirklich krank. Und es war auch noch was Besonderes, weil wir das Glücksrad eingeführt haben. Für alle, die nicht dabei waren, wir haben es so gemacht, ab 50 Euro für alle Nachbesteller wurde einmal dran gedreht. Und es gab halt alles Mögliche zu gewinnen, von Hüllen, Einzelboostern bis halt zum Jackpot und zum absoluten Hauptpreis. Beim Jackpot, also das Glücksrad wird es jetzt in jedem Stream geben. Ich fand, das hat Spannung reingebracht und hat wirklich Spaß gemacht. Und beim Jackpot machen wir es halt so, wir starten zum Beispiel mit einer Tinbox, die kostet ja so 20 Euro im Schnitt. Und dann geht es halt immer höher, jedes Mal, wenn man trifft, bis halt dann zum Pokémon-Display oder was auch immer. Also es wird jedes Mal krasser. Und halt bei dem absoluten Hauptpreis haben wir es so gemacht, das ist das am schwersten zu treffende Feld, dass man die komplette Bestellung erstattet bekommt. Das heißt, egal wie viel man eingekauft hat, es ist dann komplett umsonst. Also auch für mich ein krasser Nervenkitzel, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Und was ich auf jeden Fall sagen wollte, beim nächsten Stream wird das Glücksrad halt auch am Start sein und diesmal halt auch für alle Vorbesteller ab 50 Euro. Der Link ist in der Beschreibung, dann wird nochmal alles genau erklärt. Sind schon einige Packs drin, kommt noch einiges dazu, Leute. Und der nächste Stream wird am 28.01. stattfinden. Diesmal kein Sonntag, sondern ein Freitag. Und zwar zur Feier des Releases von Grand Creators, dem nächsten Yu-Gi-Oh! Set. Und außerdem habe ich halt am 29. Geburtstag und wollte das Ganze verbinden, dass wir halt vom 28. in den 29. reinstreamen. Fand ich auf jeden Fall cool, dann werden wir einiges aufmachen. Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt mit dem King's Quad. Dabei werde ich euch dann natürlich erzählen, was das Ganze jetzt hier so besonders macht. Erstmal natürlich Gengar für maximales Gengar-Luck. Aber ich muss wirklich sagen, die Streams mit euch machen einfach nur mega viel Spaß. Also es macht mehr Spaß als alles andere und ich habe euch ja schon erzählt, dass wir jetzt das Studio haben. Ich bin da immer noch am Einrichten. Das wird wirklich, vielleicht, wenn wir Glück haben, das letzte Video im Laden sein. Also ich habe wirklich extrem Lust dazu zu streamen und die Videos aufzunehmen, aber ist halt alles noch nicht so ganz fertig. Und ich muss halt immer im Laden sein, von daher ist das Ganze nicht so einfach für mich. Aber ich fahre halt jeden Tag nach der Arbeit dahin und mache da ein bisschen weiter. Und das wird auf jeden Fall eine ganz wilde Zeit, Leute. Also ich habe einiges geplant. Ich habe auch ein paar japanische Sets besorgt. Und allgemein wird es einfach eine gute Zeit. Aber jetzt mal zu dem Set an sich, Leute. Wir haben hier halt eine Special Edition. Das heißt, es gibt Collector's Wares. Das ist so wie Ultimate Wear früher. Sieht auf jeden Fall ähnlich aus. Und dafür gibt es aber halt keine Secret Wares, weil es halt eine Special Edition ist. Wir haben 24 Booster. Und das Besondere an dem Set ist, dass es hier zum ersten Mal Ultra Millennium Wear gibt. Wird vielleicht auch das letzte Mal sein, weiß man natürlich nicht. Und das Ganze funktioniert halt so, dass es nur die Götterkarten, also Slifer, Obelisk und Ra in dieser Seltenheitsform gibt. Und alleine diese drei Karten machen das Set halt schon wirklich legendär. Und die werden irgendwann richtig teuer, ich sag's euch, Leute. Ich habe alle gezogen, bis auf Ra. Ich habe wirklich jeden dreimal und Ra nicht ein einziges Mal, Leute. Also wenn wir den ziehen, würde ich mich sehr freuen. Außerdem, was das Set halt wirklich noch gut macht, ist, dass wir hier stabile Metakarten drin haben. In Ultra Rare zum Beispiel den Lightning Storm, also Blitzsturm, teure Karte und wirklich für immer spielstark. Und das macht es halt auch aus, Leute. Also Metakarten sind natürlich immer extrem vom Markt abhängig. Also da steigt und fällt alles rauf und runter, je nachdem wie gut die Karten sind oder wann halt der nächste Reprint kommt. Aber bei zum Beispiel so einer Karte wie Lightning Storm, die wird halt immer gut sein und gefragt sein. Und da haben wir schon mal die erste Ultra Rare, den Ritter des Jokers. Auch eine coole Karte.
Und hier gibt es halt allgemein in einem Set mega viele Karten, die einfach immer gut sind und halt auch dann in einer seltenen Form, zum Beispiel Verstärkung für die Armee, kennt ja wirklich jeder. Und die gibt es dann einfach mal in Collector's Rare. Und sowas wird halt auf Dauer auch einfach richtig krass sein. Also das Set ist halt, es liegt wirklich auf der Hand, dass das Set einmal richtig krass wird irgendwann. Weil man halt einfach zu viele gute Karten reingepackt hat. Ist einfach wirklich so. Also ich kenne keinen, der keine gut große Hoffnung in Kingscourt hat, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Also ich kann es euch nur empfehlen. Boah, die Karte haben wir jetzt schon echt oft gezogen. So, Leute, also es gibt zurzeit echt wenig Videos auf dem Kanal, tut mir auch leid, aber ich versuche halt wirklich in der Freizeit das Studio fertig zu bekommen, dass wir da in Ruhe Videos drehen können. Und allgemein ist gerade wirklich super viel im Laden los. Auch der Topf ist eine richtig gute Karte. Okay, Baby, wir müssen auf jeden Fall Rad ziehen oder eine schöne Collector's Rare. Ich würde mich auch sehr über Verstärken für die Armee freuen. Wie gesagt, einfach eine super gute Karte. Okay, Baby, let's go. Glücksmelodie war früher mal eine gute Karte. Ich glaube, jetzt nicht mehr so stark. Ah, Leute, es gibt immer so viel zu berichten. Also, wenn wir im Studio sind, vielleicht werden wir da mal öfter mal streamen. Und ich hätte eigentlich auch Lust... Oh, Nummer F0 ist, ich glaube, die beste Ultra Rare gerade aus dem Set. Richtig gute Karte. Ich blende euch mal die aktuellen Preise ein. Mit der Karte haben wir schon fast das ganze Display bezahlt, Leute. Also... richtig, richtig nice. Ist einfach zu gut. Also das ist halt so eine Karte, die wird irgendwann nicht mehr teuer sein, weil die mit Sicherheit dann reprinted wird und so weiter und halt einfach vielleicht irgendwann nicht mehr spielstark ist. Und das macht aber das Set aus, weil halt normale Sets irgendwann raus sind aus dem Meta. Aber bei dem Set ist es halt wirklich so, durch die ganzen Sammlerkarten und allgemeinen dauerguten Karten, dass es halt einfach stabil bleiben wird. Und was wollte ich eben sagen? Achso, wegen den Livestreams und so. Ich würde halt gerne öfter mal streamen. Es muss ja nicht immer so lang sein. Vielleicht einfach auch mal sowas aufmachen im Stream, ein bisschen mit euch chillen. Und ich würde auch gerne das mit dem Ankaufen euch ein bisschen mal näher bringen, weil das finde ich auch immer mega interessant, Leute. Also es ist wirklich, ich habe eben eine Sammlung angekauft. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine Random-Sammlung angekauft, sage ich mal. Also es sind viele super gute Karten bei gewesen, aber halt alles cool sortiert und so weiter, alles Double-Sleeved, aber wirklich fast jede Karte, also 95% war excellent oder schlechter, auch ganz viele mit Knicken dabei und so. Also die Zustände waren wirklich nicht nice und das habe ich so noch nie gehabt, Leute. Ich kaufe wirklich jeden Tag Sammlungen an, aber das war schon was Besonderes. Also es war richtig schwer für mich, obwohl ich das jeden Tag mache, da einen vernünftigen Preis rauszubekommen. Weil halt wirklich, man kann halt nicht bei der Größe, das waren 8 Ordner plus 4000 Einzelkarten, da kann man halt nicht einfach jede Karte nachgucken. Es war richtig, richtig komisch. Und das wäre auf jeden Fall eigentlich auch cool gewesen, das Ganze zu filmen. Okay, jetzt haben wir nicht mehr so viele Packs, Leute. Noch 3 Stück sind am Start. Komm, Baby, jetzt müssen wir noch mal was Dickes ziehen. Ich glaube, da habe ich mich schon gespoilert. Leider nichts. 2 Packs nur noch. Oh, Mann. Ja, jetzt muss es noch mal knallen, Leute. Komm, Baby. Bisschen Gengar-Luck muss sein. Krapfig, das Spion. Das ist halt auch eine richtig gute Karte. Komm, Baby, let's go. Ah, Schrott-Zwillingsdrache. Das letzte Pack. Haben wir nur 2 Ultra-Wares? Okay, komm, Baby, was Schönes ziehen. Let's go. Verstärkung für die Armee oder Ra. Das sieht nicht gut aus. Oh, Evolsa Dolka, die 3. Ultra Rare am Start. Das ist natürlich bitter, Leute. Wir haben leider keine Collector's Rare und leider keinen ägyptischen Gott. Aber die sind halt auch wirklich selten. Aber die Karte alleine macht schon viel wieder weg. Also ist schon wirklich okay. Im Endeffekt war es halt okay, mit einer Collector's Rare wäre es wirklich plus gewesen. Aber ich sage mal, da kann man sich jetzt auch nicht wirklich beschweren. Ging irgendwie dann doch schneller als gedacht. Aber so ist das ja immer, wenn man Packs öffnet, Leute. Ihr wisst das ja. Und was soll ich euch noch Großartiges erzählen, Leute? Am 28. ist es wieder soweit. Kauft euch dafür ein, dann kommt ihr unter die Vorbesteller. Der Link ist in der Beschreibung. Wir werden auf jeden Fall einige Cases da haben, auch deutsch.
Und dann werden wir natürlich super viel aufmachen, hoffentlich jede krasse Karte ziehen. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich habe mir noch nicht so viel zu dem Set angeschaut. Und das wird auf jeden Fall ein krasser Tag und auf jeden Fall im Studio. Also ich werde 100% im Studio streamen, mir egal wie weit es da drüben ist. Ich werde auf jeden Fall da streamen. Und dann würde ich sagen, das war's für heute von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.